Herzlich willkommen bei Telespiel und die Sendung heute ist doch recht ungewöhnlich. Wir kümmern uns heute nicht nur um ein ganz bestimmtes Genre oder eine ganz bestimmte Plattform, sondern wir kümmern uns heute um eine einfach nur um eine ganz bestimmte Collection. Und die Collection, die sitzt direkt vor Colin hier, oder? Genau. Denn wir haben, ihr wisst es, mittlerweile ist es Standard. Also Retro-Collections gibt es auf allen möglichen Systemen. Die sind mal besser, mal schlechter. Aber heute haben wir eben eine, die haben wir in die Finger bekommen im Laufe der letzten Tage und dann überlegt, die ist es wert, wirklich mal eine Sendung nur darüber zu machen. Denn es ist die SNK Neo Geo Collection Volume 1. Sprich, wir haben hier 16 Spiele vom Neo Geo, auf der Wii in diesem Falle. Gibt's aber auch noch für die PSP oder für die PlayStation 2. Das sei der Vollständigkeit halber gesagt. Und da sind, wie gesagt, 16 Klassiker, die früher ein Vermögen gekostet hätten. Ja. Jetzt für einen kleinen Pfennig auf einer Collection. Und diese Collection finden wir beide so geil, dass wir gesagt haben, komm, machen wir mal eine Extrasendung nur, um diese Collection zu würdigen. Genau, wir empfehlen die euch nämlich explizit. Das ist nämlich ein äußerst interessantes Schmuckstück. Da sind so Spiele drauf wie Art of Fighting, Baseball Stars, Burning Fight, Fatal Fury. Wir werden dort heute natürlich einige von zeigen. Aber das Interessante war ja, dass das Neo Geo eigentlich keine Konsole in dem Sinne war, sondern ursprünglich haben die Jungs gedacht von SNK, das ist eher für den professionellen Bereich, für die Spielhallen. Eigentlich war das Neo Geo ursprünglich das Teil, was in diesen riesigen Dingern drin steckte und irgendwann kamen sie auf die Idee, hey, wir machen eine kleinere Version, die man zu Hause kaufen kann, beziehungsweise benutzen kann und da ist das dann draus entstanden. Das ist äußerst interessant. Da gehen wir im Laufe des Abends nochmal genauer drauf ein, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Und gleich spielen wir eine Runde Fatal Fury. Nee, und Gott behüte, nicht Fatal Fury. Lass es Last Resort spielen. Last Resort? Ist doch viel geiler. Na, lass mal gucken. Wir diskutieren das noch ein bisschen aus. Auf jeden Fall heute bei uns die Creme de la Creme der Bitmap-Spiele. Ich bleib doch gern Super Sidekick. Nein, oder lass uns, ich weiß nicht, vielleicht auch. So, da sind wir wieder und wir haben das Spiel schon gestartet und die SNK Collection hat nicht nur coole Spiele drauf, sondern sie ist auch optisch ansprechend präsentiert, wenn man das mal so sagen darf, oder? Mhm, genau, wir sind gerade im Hauptmenü und da kann man so ein bisschen durchscrollen, was ist alles so drauf. Einige Spiele sind bis heute bekannt, einige sind ein bisschen unbekannter. Alles so Spiele aus, ja, sagen wir mal, der Zeit Anfang der 90er bis Mitte, Ende der 90er und es steht natürlich immer dabei, welches Genre quasi symbolisiert durch die Faust. Zum Beispiel, oder eben zwei Spieler zusammen oder zwei Spieler gegeneinander. Genau, hier sieht man ein Sportspiel aus dem Jahre 95. Hier ein Kampfspiel, The King of Fight, das ist ja eine ganz große Reihe. Ja, oh ja, da gab es einige. Einige davon kennt man natürlich auch schon als WiiWare-Besitzer, zum Beispiel vom Virtual Console-Marktplatz. Da gibt es einige von den Vertretern auch zu kaufen. Ja. Aber hier hat man sie natürlich in einer Collection. Stimmt. Und da sehen wir nochmal kurz die Tastenbelegung. Merke ich mir kurz, Rapid Fire Attack, Start, Stopp. Ja, das so. sieht genau ab die Post. Sieht akzeptabel aus. Last Resort, ein Horizontalshooter, den man auch zu zweit spielen konnte, der bis heute, glaube ich, viele Freunde hat. Eins der absoluten Klassikspiele auf dem Neo Geo. Ja, vor allem sieht er sehr, sehr gut aus. Das ist so ein bisschen, erinnert das natürlich an R-Type, was wir gleich sehen werden. Ja, aber das ist für mich ist das immer ein Qualitätssiegel, ne? Wenn sich ein Shoot'em-up an R-Type orientiert. Vor allem auch der Arrowhead sieht schon so ein bisschen so aus. Also das Flugzeug hat Ähnlichkeit mit dem Fliegeding. So, ich bin auch dabei. Ja, genau. Du drückst Y für Dauerfeuer und kannst B gedrückt halten, um den Satelliten abzuschießen. Der Satellit kommt gleich erstmal. Ich hab meinen schon. Ich bin schon direkt kaputt gegangen, aber ich bin schon wieder da. Nee, ich hab einen Speed-Up. Da ist der Satellit. Hol den Satellit. Genau. Und dann kannst du aufladen und dann move. So, pass auf. Der kommt gleich. Die kann man abschießen. Ne? Genau, das war das Besondere daran. Oh, oh, teuflische Luftminen. Auch ganz cool, das finde ich immer schön, dieses taktische Einsatz, der taktische Einsatz des Satellits, dass er natürlich immer entgegen der Richtung schießt, in die man drückt. Ja. Also entgegen der Flugrichtung. Auch gut umgesetzt das Ganze, muss man sagen. Kann man natürlich mit Wiimote und Nunchuck zocken oder nur mit Wiimote, da wird es aber ein bisschen komplizierter, weil das Neo Geo Joyboard hatte ja 4 Controller-Buttons. Also ich glaube, der letzte Controller ist ja schon so mit das Beste, was man einsetzen kann. Oder natürlich GameCube-Controller. Der ist perfekt darauf angepasst. Das kann man immer alles sehr schön einstellen. Also da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, das tatsächlich auch anständig umzusetzen. Willst du die Speed-Up haben? Ich brauch's nicht. Oh, von allen Seiten. Ja, gerne. Ja, die sind easy. Den kannst du ausweichen. Die bleiben nur stehen. Sind super langsam. Und ich mach noch ein paar Autos kaputt. Also, ja, das ist auch geil. Also diese verschiedenen Ebenen sind ja besonders auffällig. Also das Neo Geo war jetzt nicht für irgendwelche krassen 3D-Fähigkeiten bekannt. Das konnte das Ding einfach nicht. Aber es war im 2D-Bereich seiner Zeit voraus. Absolut. Und das sieht man zum einen an den Explosionen, würde ich sagen. Ich bewerte solche Spiele immer an der Optik der Explosion.
oder an den verschiedenen Hintergrundebenen im 2D. Ja. Und Neo Geo ist jetzt sicherlich ein Quatsch, Last Resort, ein schönes Spiel auf dem oder der oder die. Ich weiß nicht, Neo Geo, das Neo Geo, ne? Auf dem Neo Geo. Ich würde es also das Neo Geo nennen. Aber es gibt natürlich Spiele, die auch optisch noch aufregender sind. Wie gesagt, diese King of 2D Titelung, die ich vorhin genannt habe, die stimmt schon, weil sogar als PlayStation und Saturn rauskamen, hatten die ja arge Probleme, die Prügelspiele, für die das Neo Geo in der späteren Zeit ja unglaublich berühmt war, also die ganzen Street Fighter-Klone wie im Art of Fighting, hatten die arge Probleme, die in der Qualität hinzukriegen. Da gab es beim Saturn ja zum Beispiel dann diese Speichererweiterung, mit der man dann endlich so ungefähr die Neo Geo-Qualität zu Hause hinbekommen konnte für einige Spiele. Aber, wie gesagt, in Sachen 2D, das hier das absolute Oberding. Jetzt kommt ja noch der Bossgegner reingeflogen, oder ich glaube, ein Zwischenbossgegner. Nee, das ist noch kein Bossgegner. Aber genau, ein Zwischenboss. Ja, den kriegen wir aber hin noch. Bossgegner gibt es natürlich auch. Wir werden sie aber nicht schaffen, jetzt zeitlich technisch. Ja. Denn ich würde sagen, ich fordere dich nochmal an einem anderen Spiel raus. Ach du heiliger Birnbaum, krieg ich nach. Gab auch coole Sportspiele. Und ich denke, das Sportspiel kennt ziemlich viele aus der Spielhalle. Super Sidekicks, das steht eigentlich immer genau in der Mitte. Irgendwer spielt da immer dran und keine Spielhalle lässt es vermissen. Und deswegen fordere ich dich heraus, lass mal eine Runde Fußball spielen. Ja, Fußball-Simulation muss ja quasi jedes System haben. Virtua Striker gab es auf den Sega-Arcade-Automaten, dann natürlich PES, damals schon bekannt, oder FIFA und solche Geschichten. Aber Neo Geo hat ja kaum Drittherstellerunterstützung gehabt. Und deswegen haben die mit Super Sidekicks quasi eine eigene Fußballserie gemacht. Oh, ganz schnell gucken wir uns nochmal die Steuerung genau, an. Genau, ich hab's für dich nochmal offen das gelassen. Das ist sehr gut. Tackle, Passen, Hochpass, Shoot. Und Shot. Also Shot ist natürlich das Wichtigste. Ansonsten... Ja. Schnappt man sich den Ball vom Gegner, indem man wild auf den Knöpfen rumhämmert. Also dir würde ich empfehlen, schon mal zu gucken, dass du deine Defensivspieler gut aufstellst. Oder es reicht, wenn du weißt, wie du den Torwart kontrollierst, hast du, glaube ich, die besten Möglichkeiten. Nicht ganz ja, so den Torwart kann man, glaube ich, nur kontrollieren im Elfmeterschießen. Aber lass uns mal schauen. Also ich glaube, die Optik kennt ihr. Das habt ihr garantiert schon mal gesehen. So, du suchst dir jetzt was aus. Ich nehme Europe A. Na? Amerikas? Ja, ich nehme einfach mal die USA. Ich will aber am liebsten natürlich... Ah, okay, dann spiele ich halt... Bin ich Holländer? Ne, ich spiele natürlich mit Italien. Komm, machen wir das mal. Oder nehmen wir... Ne, ich nehme Mexiko. Mexiko? Ja, da gibt es bestimmt Burritos in der Halbzeit. Ah, ich bin übrigens Spieler 7. Okay. Ne, ich bin C. C. So, Full okay. Team Power einfach auf ja, den Knopf drücken. Los geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Special Game zwischen Italien und Mexiko. Mein Gott, die Flaggen ist jemals ja, aufgefallen. Ja, das fällt mir auch gerade auf. So. Ist ja komisch. So. Ich liebe, auch hier mit diesen Zoom-Effekten, das ist schon geil. Kicker! Du kannst entweder mit analog oder mit digital spielen. Ich empfehle digital. So, Spielerwechsel ist natürlich auch wichtig. Machst du auf Y, also dem linken dieser Knöpfe. Ach, dir direkt in die... Das war natürlich gar nichts. So, jetzt geht's aber ab. Mit Y mache ich das. Spielerwechsel wie? Throw in. Das throw mal in das Ding. Da habe ich, den hast du aber noch berührt da gerade, ne? Ja, deswegen durftest du ja auch. Ja, das ist ja super. Das habe ich nicht mit gerechnet. Foul! Nein, das ist doch nicht wahr! Da war der Ball schon weg und das Foul hat noch gezählt. Unglaublich. Aua, aber jetzt sieht man mal die geilen Bitmap-Grafiken. Was macht denn der da? Das ist ja nicht schlecht. Ja. Jetzt Freistoß, jetzt bin ich gespannt, was du daraus machst. Ja. Ja, das war aber schon. Hallo, das war ein großes Ding. Okay, jetzt hast du noch eine Ecke rausgeholt. Ja. Das Lustige ist, wenn man direkt vorm Strafraum steht, dann sieht man das Tor nie. Das Spiel zeigt einem dann viel mehr durch Shot an, dass man schießen muss. Nein! Ich wollte das gar nicht machen. Ich wollte abgeben, habe ich aber mit der Taste vertan. Okay. Ja. Und zack. Ja, pass auf jetzt! Nein! Er rennt, er hat ihn aber verloren. Da kommt nochmal der Pass. Und da läuft er ganz alleine. Aufs Tor zu. Colin kann ihn nicht aufhalten. Ich weiß mehr, wie man umschaltet. Oh, er schießt! Jawohl! Oh, er schießt gleich nochmal! Oder nee, ah, Foul! Oh, was war das denn? Das war guck mal, weh, du verneigst dich jetzt nicht von dem Torwart, von dem Schiedsrichter. Gelbe Karte, womit? Gelbe Karte? Mit Recht. Aber ich glaube, das wird ja nichts mehr. Nee, obwohl, die Zeit ist, glaube ich, oben schon wieder. Den muss ich noch. Oh. Wie gut! Aber das hat man noch gesehen.
Habt ihr das gesehen? Kein Tor, aber wenigstens den Torwart getroffen. Komm, jetzt aber hier. Mein Sturmlauf aufs Tor. Colin, ich würde sagen, wir spielen in der Werbung noch mal eine Runde weiter, denn die Zuschauer die wollen schon ganz dringend eine Runde Werbung sehen. Jawohl, jetzt ist er! 1:0! Naja, alles klar. Wir sehen uns gleich wieder und machen dann weiter mit Leo. Okay, ganz klar gewonnen. Juhu, bis gleich. Juhu! Verdammt nochmal, war das ein glorreicher Sieg. Und den Schiedsrichter auch noch mitgenommen. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Also dafür gratuliere ich dir auf jeden Fall. Den Schiedsrichter umgewolzt. Super, Schuss, nie gesehen. Aber jetzt machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Es gibt wirklich tolle Spiele wieder, drauf. Aber ich glaube, so viele tolle Spiele, die es gibt, ich würde sagen, wir können noch ein paar im Schnelldurchlauf uns angucken, oder? Ja, das stimmt. Ich würde sie gerne alle zeigen, aber lass sie mal kurz nochmal alles zusammenfassen. Hier die wichtigsten Neo Geo Spiele nochmal in der Zusammenfassung. Ne? Auf der Auster Collection, ne? Ist klar. Da geht's natürlich los mit einem absolut unverwüstlichen Klassiker. Burning Fight hatten wir auch schon ein paar Mal hier bei Giga. Ein Final Fight Clone, der richtig, richtig gut ist. Ich weiß, es ist eins von Felix' All-Time Lieblingsspielen. Und muss ich auch sagen, ist richtig gut. Also mit Waffen, mit allem, was dazugehört. Sieht auch so auf den ersten Blick so ein bisschen Final Fight-artig aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Die haben ja versucht, ich meine, die Konsole kam ja auch in den 90ern, wo diese Spiele, diese Punch-Spiele, den Markt irgendwie dominierten, glaube ich. Also jedes zweite Spiel für Neo Geo ist ein Punch-Spiel. Ja, zumindest sehr, sehr viele. Das stimmt schon. So, weiter geht das. Müsste dann jetzt wohl Magician Lord sein. Ja, sogar der schlägt sich, wie du siehst. Ja, aber das ist so ein Spiel, was auch gar nicht... Sagen wir mal so, ich glaube, kein Neo Geo-Fan würde mir jetzt widersprechen, wenn ich sage, dass es nicht zu den besten Neo Geo-Spielen Ja, aber jede Collection hat immer so ein paar Spiele, die nicht ganz so gut sind. Und das Besondere bei der Collection ist ja, dass nur ein Spiel nicht so gut ist. Und das ist dieses hier. Das hast du Magician. Salomonisch gesagt. Nee, ich muss auch sagen, ich habe leider nie Neo Geo selber besessen, deswegen kenne ich die meisten Sachen nur aus Tests. War auch teuer, vor allem die Spiele haben mindestens $200 gekostet. Ja, oder bis heute sind sie teilweise ja unfassbar. Deswegen kam ja auch später das Ding mit einem CD-Laufwerk noch raus, um das günstiger zu machen. Das hat sich dann aber nicht mehr ganz so durchgesetzt. Das war auch, glaube ich, nur Single Speed tatsächlich. Oder Double Speed, ich bin nicht sicher, genau. Aber unfassbar langsam. Vor allem der Speicher in der Konsole selber war nicht groß genug, um diese Spiele dann zu verarbeiten, sodass das Ganze dann mit vielen Nachladezeiten behaftet war, was sehr, sehr genervt hat. Das hier ist das Turf-Spiel, das ist sehr witzig, man hat aber nicht allzu viele Möglichkeiten. Ja, man sieht halt bei den meisten Spielen, die haben halt so eine Arcade-Tradition. Ne? Genau. Also sieht man halt einfach, dass sie... Also gut, man findet ja auch keine Rollenspiele oder sowas. Ich glaube, es gibt nicht ein einziges Rollenspiel im Neo Geo-Ding, weil das halt alle Spiele sind, die man eher mal schnell eine Mark reinwerfen und Spaß haben. Wie das hier natürlich, ja, der bis heute bekannt. Der ganz große Klassiker. Definitiv, ja. 7. Teil ja vor kurzem auf dem DS erschienen. Und ja, ein Zeichen dafür, dass dieses Run-and-Gun-Classic-Game bis heute unverwüstlich ist. Das Witzige ist übrigens auch, die Collection ist ab 12 freigegeben. Und ich habe zum Beispiel, glaube ich, das ist bizarr, manchmal kapiert man das nicht ganz. Einige Metal Slug-Teile sind ab 16. Ja. Und das wiederum ist jetzt ab 12. Baseball Stars 2, wahrscheinlich so ein bisschen Verbeugung mehr vor Amerika, obwohl Baseball in Japan ja auch recht groß ist. Ne? Habe ich auch nie gespielt, deswegen... Nee, das muss ich zugeben, habe ich auch nie gespielt, das Baseball-Teil. Kann ich da auch allzu viel zu sagen. Kommen ja auch nur selten zu uns rüber, diese Baseball-Geschichten. Gibt ja hier keinen Markt dafür so wirklich. Aber das ist eben der Vorteil auch an dieser Collection, dass es eben Spiel hatte, heißt ja auch gerne mal, wenn man 2 Mark reinwirft, dann kann man auch zu zweit spielen. Das heißt, die meisten Spiele hier kann man wirklich zu zweit spielen. Ja. King of Fighters 94, eins von vielen, vielen hervorragenden 2D-Beat'em-Ups auf dem Neo Geo. Wir sind auch noch mehr drauf. Fatal Fury haben wir zum Beispiel hier noch drauf. Und wir haben natürlich auch noch Samurai Showdown. Eins der, ja, ein Waffen-Beat'em-Up. Auch mit ein paar. Ja. King of Fighting ist ja sozusagen so ein Mischmasch aus allem. Also da treten ja alle Charaktere von SNK gegeneinander an. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Stimmt, was gab es damals? Da gab es noch World Heroes und Art of Fighting. Ja, eben. Diese Samurai Showdown. Genau, und also echt viele Serien. Glaube ich, das, was heute noch viele lieben. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Spiel, was mit Prügeln wenig zu tun hat. Es ist ein Ballerspiel von 1997, also ein verhältnismäßig spätes Neo Geo-Spiel. Und ich glaube auch das späteste, das jüngste auf dieser Collection. Shock Troopers. Ja, und das könnte vielleicht auch der ein oder andere doch mal im Urlaub gesehen haben. In diesen riesigen Spielhallen, die es leider nicht in Deutschland gibt, sondern immer in den anderen Ländern. Und dort ist das Spiel auf jeden Fall immer irgendwo dazwischen. Pass mal auf, Shock Troopers. So oben an, von oben Ansicht, isometrisch quasi. Und erinnert so ein bisschen an Rambo. Ja, ja, genau. An diese klassischen Spiele, von denen man die Hälfte der Titel nicht nennen darf, weil sie natürlich bei uns indiziert sind. So, ich drücke einfach mal Start. Ja, ich bin und auch los dabei. Geht's. So, wir nehmen den. Wir machen mal Team Battle. Ja, genau. Team Battle, ja.
Dann müssen wir den Timer abwarten. Ohne Witz? Ja. Kann ich auch noch ein bisschen hin und her springen. Ja, pass auf. Aber wir haben Freeplay, das ist schon mal sehr gut. Und dann musst du dir gleich einen von den 8 Jungs aussuchen. Die haben dann auch verschiedene Waffen tatsächlich. Das ist sehr, sehr cool. So kann man sich teamtechnisch absprechen, wer welche Waffe benutzt, weil einige sich ja natürlich perfekt ergänzen. Ja, haben wir jetzt auch genau aufgepasst. Ja, scheiße. Na, egal. Ja, man so, kann aber das Spiel auch wechseln, glaube ich. Ne? Das ist ja ein Spiel. Welche willst du nehmen? Welche Route? Ich würde sagen, die Jungle Route. Ja, 66 ist ja nicht im Angebot. Okay. So, nee, hier müssen wir auch auf den Timer warten. Oder ja, drücken wir einfach mal den Knopf. Einfach mal Plus drücken. Ja, so. Zack, los geht's los. Ja. Yeah. Perfekt. Okay, pass auf. Man hat wirklich nur wenig Energie. Das dauert nicht lange und dann ist es down. Deswegen kann man nämlich mit X auch einfach den Charakter wechseln. Was natürlich, was du gerade sagst, um die Fähigkeiten optimal zu nutzen, super ist. Die Schussrichtung wird automatisch eingeloggt, sobald man. Und hier sieht man auch, ab 12, hier spritzt Blut und schreien Menschen. Ja, andere Spiele, kann die auch eigentlich doch ähnlich sind, sind hier so zu Lande teils indiziert. Ne? Kann man da auch teilweise sogar unschöne Sachen abschießen den Menschen? Ich weiß, es sind ja keine Menschen, es sind ja Cartoon-Söldner. Ja. Ich habe dafür den bedienenden Flammenwerfer. Aber es sieht gut aus, ne? Ich finde, diese Animationen sind echt. Es sieht aus wie ein Trickfilm tatsächlich. Und ich meine, das kommt aus Mitte der 90er. Und das ist eine Zeit, da war das Super Nintendo gerade am Start. Und das ist eine Grafik, die hat das Super Nintendo vielleicht höchstens in seiner Endzeit noch hingekriegt. Aber so schön klar und bunt trotzdem auch nicht, würde ich sagen. Nee, das ist definitiv weit über Super Nintendo. Das Lustige ist übrigens beim Neo Geo, normalerweise hat das eine stinknormale 4:2-Auflösung, sowas wie 320x280, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das Komische ist, aber es gab so einen Designfehler bei der Grafikschnittstelle. Und da hatte man den Fehler am rechten und linken Bildschirmrand. Den hat man dann abgeschnitten und damit man das 4:3-Verhältnis behält, hat man oben auch noch was abgeschnitten und deswegen ist das eine ziemlich seltsame Auflösung, die ein bisschen niedriger ist als eigentlich gedacht, aber trotzdem super hübsch. Also das ist echt ein Spiel nach meinem Geschmack, das muss ich einfach sagen. Das ist ein bisschen Horizontal-Shooter meets einfach über die Walken. Sehr gut. Extra Granate noch hier, ne? Sprengladung habe ich dabei, wenn man A drückt hier, zack. Ja, genau. Und man kann auch so eine Ausweichrolle machen mit A. Also ich kann mich erinnern, ich habe das in meiner Spielhalle in Dänemark gespielt, weil dort am Strand war so ein richtig cooles Teil. Oh. Und da habe ich so ein paar Öre und Kronen reingesteckt. Das hat nicht Bock gebracht. Wow, das war knapp. Am Kopf kannst du manchmal die Kugeln vorbeifliegen lassen. Mhm. Das ist ja nicht so die punktgenaue Kollisionsabfrage. Jetzt so. Müssen wir hier. Jetzt wechselt das Ganze. Also das ist schon die Kohle wert, dieses Spiel hier. Ja. Also sowas macht sonst Spaß. Nein. Du kannst ja auch Nahkampfattacken machen, wenn du ganz dicht bist, ne? Mhm. Das ist dann auch ein bisschen brutaler. Ja. Cooles Ding. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Übrigens wird euch auffallen, dass SNK, das Logo am Anfang ist SNK Playmore. Denn das Ganze wurde irgendwann mal verkauft und wieder zurückgekauft. Von dem ehemaligen Geschäftsführer, der in der Zwischenzeit eine Firma aufgemacht hat mit dem Namen Playmore. Sich dann SNK zurückgeholt hat und seitdem heißt sie SNK Playmore. Nicht verwirren, ist keine Doppelproduktion oder sowas. Da sind wir schon down gegangen tatsächlich. Ja, aber du kannst so mal continue. Ja, und zwar Team. Ja. Wir können ja mal Lonely, Mr. Lonely. Nee, ups. Falsche Taste. Das habe ich jetzt, das ist mir noch nie passiert, dass ich gestorben bin. Deswegen bin ich sehr verwirrt. Ja, das spricht natürlich für deine Skills. Das kann man sagen, was man will. So, jetzt habe ich hier den dicken Doppelbomber. Ich stehe einfach auf Bitmap-Optik, da gibt's überhaupt gar nichts. Ja. Und das ist eben eins von den Spielen, das ist auch nie aus dem Neo Geo rausgekommen, sprich, es wurde nie umgesetzt für irgendein anderes System. Wie viele, viele andere Spiele eben auch, die ihr auf dieser Collection findet. 30 Euro schlägt das Ganze auf der PSP unter Wii zum Buche, ich glaube so ungefähr 20 noch auf PlayStation 2. Und das ist natürlich echt mal Value for Money, wenn man überlegt, dass es 16 Spiele sind aus wirklich verschiedenen Genres. Das Coole ist ja, das Ganze nennt sich SNK Arcade Classics Volume 1. Oh ja. Also können wir davon ausgehen, dass dem Ganzen noch irgendwas folgen wird. Spreadshot. Vorsicht, Panzer, ich schmeiß Granate. Ja. So. Das gefällt mir auch. Das wäre so ein typisch Super Nintendo-Ding mit Mode 7, mit diesem Pseudo-3D-Bitmap-Effekt. Ja. Wäre das nicht möglich gewesen. Ich glaube, wir kommen jetzt aber auch schon langsam zum Ende, denn wir haben natürlich wie immer am Schluss der Sendung einen Schmankerl für euch. Und zwar einen Abspann, beziehungsweise das Ende von einem ausgewählten Spiel. In diesem Fall, dem Spiel. Ja, für viele von dem Spiel auf dem Neo Geo, Metal Slug. Musste man viel Geld reinwerfen, wenn man wissen wollte, wie es ausgeht. Bei uns müsste nicht ganz so viel ausgeben. So gut wie keiner hat das geschafft. Wir zeigen vom wirklich allerersten Teil den Abspann. Der ist äußerst interessant. 1,5 Minuten Videospielkunst. Bis nächste Woche. Ja.